Guten Abend. Guten Abend, Karl. Johnny, ich habe gesagt, ostfriesische Boygroup, Solo, Duo, Solo. Ja. Was gibt's jetzt Neues in diesem Jahr? Nur noch Solo. Hast du denn auch schon neue Titel geplant? Ja, ich habe eins, das habe ich schon 12 Jahre bald in der Schublade. Handelt über Rodos, Tal der Schmetterlinge, sehr bekannt, Rodos. Und das werde ich demnächst aufnehmen und das wird dann der nächste neue werden. Ja. Da können wir uns drauf freuen. Die CD ist noch zu haben. Ja, die ist noch aktuell. Nun bist du einer derjenigen wenigen, die keine Homepage haben. Nee, will ich auch nicht. Mein Computer habe ich meinen Enkeltochter geschenkt. Das ist Schluss. Dann müssen wir aber unseren Zuschauern mal verraten, wie sie dich denn erreichen können. Nicht nur wegen der CD, sondern auch, wenn jetzt zum Beispiel einer der Veranstalter hier im Sendegebiet sagt, John Reinhardt, den wollen wir mal auf einer Veranstaltung hier im Oldenburger Land haben. Tja, kann mich anrufen. Dann sag doch mal die Telefonnummer. Unter Aurich 04941 959748. Steht die hier hinten drauf? Ja, da muss aber erst eine CD kaufen. Wir gucken nochmal, meine Damen und Herren. 04941 für Aurich und dann 959748. Das kommt, weil ich mich selten anrufe. Ja, das geht mir ja auch immer so. Meine Nummer weiß ich auch immer nicht auswendig. Gut, Tal der Schmetterlinge, das ist, du hast ihn angesprochen, ein Titel aus deiner Feder? Ja, den habe ich geschrieben. Die Musik kommt von Helmut. Ja. Wie heißt er weiter? Weiß ich Helmut nicht. Helmut und Marita. Helmut und Marita, das sind, Moment, Lucky Touch. Oh, richtig. Genau. Teils. Aha. Helmut Teils. Gut, das wird mit Sicherheit eine schöne Produktion werden. Dann haben wir auch wieder neue Munition für den Hörfunk. Aber du singst ja nicht nur Lieder aus deiner eigenen Feder bzw. eigene Titel, sondern zu einem Soloprogramm, was du ja hast, gehört mehr. Oh. Was kann man da noch alles hören? Ich kann mich an diesen Titel. Alles Mögliche. Michaela, Anita, Hossa Hossa, alles Mögliche. Ja, und bei dem Michaela-Titel von Vater Illich, da gibt es eine besondere sportliche Übung zu, ne? Ja, ja, auf und nieder, ja. Michaela hoch und wieder runter. Und, ja, ja. Wir kriegen die Leute schon in den Gang. Das ist auch in Ordnung so. Das soll ja auch richtig schön Stimmung sein. Hast du ja auch nicht verlernt in der anderen Zeit. Nee, mit Sicherheit nicht. Jetzt hast du uns noch einen Titel mitgebracht. Rosemarie. Rosemarie. Das ist ein Titel von meinem Kollegen, Hajo Schröder, der viele Titel geschrieben hat und auch für mich geschrieben hat. Und die werden auch auf der neuen CD mit drauf sein. Prima, dann denke ich mal, das wird ein Album werden. Ja. Ja, dann können wir uns ja schon mal so auf die nächsten Monate freuen. Wann denkst du, wird es soweit sein? Sommer diesen Jahres? Ja, das wird wohl. Bis dahin muss auch Tal der Schmetterlinge raus sein, sonst verpufft er. Richtig. Muss zur Urlaubszeit, wenn es warm wird, muss er da sein. Da haben wir noch ein bisschen Zeit zu. Noch steht der Sommer nicht vor der Tür. Ja, aber ich brauche ja auch die Zeit, um das hinzukriegen. Gut. Ich denke, dann werden wir uns wiedersehen mit dem neuen Album und dem neuen Titel. Okay. Jetzt gibt's erstmal Rosemarie. Ja. Danke, Johnny.